Ich mal wieder mit meiner Fahrschülerin, ehemalige Fahrschülerin, die hilft mir heute mal wieder dabei, Videos zu drehen. Danke, Merle, ne? Coole Socke. Also, jetzt machen wir nochmal so ein kleines Erklärvideo, wie man sich überhaupt anmeldet am Simulator. Jeder von euch hat ja die App 360 Grad Online 2.0. 2.0, ich wiederhole es, ganz wichtig. Wenn ihr euch die runtergeladen habt und nachdem ihr euch auch erfolgreich angemeldet habt, mit euren Zugangsdaten, auch das kontrollieren wir und können das ganz genau in unserem System sehen, dass ihr auch bei uns angemeldet seid. Kommt hier so ein QR-Code, den halten wir jetzt einfach hier an der Kamera ran. So, dann werden die Daten eingeloggt und schon seid ihr in dem Display. Über die einzelnen Funktionen haben wir ja in den vergangenen Videos schon darüber erklärt. Jetzt gehen wir mal auf die andere Seite. Merle wird jetzt mal ihr Handy mal dorthin schwenken zum Display. Also wir sind jetzt eingeloggt und wir haben hier die Pfeile, je nachdem, welche Übung der nächste Fahrschüler jetzt machen müsste. Es gibt einen geführten Lernweg. Man fängt bei den Grundfertigkeiten an, dann geht es zum Abbiegen, dann Vorfahrt, Stadtfahrt oder man kann auch Übungen überspringen, wenn der Fahrschüler schon eine gewisse Kenntnis hat und Umgang, dass wir dort auch Sachen vorziehen können. So, wir können auch zusätzlich, kann der Simulator, ja, du kommst nochmal wieder zurück, hier auf Sprachen, also das ist jetzt nicht nur in Deutsch möglich, sondern ihr seht hier in Englisch, Finnisch, Russisch, Türkisch, Schwedisch. So, Syrisch haben wir schon mal gehabt. Ich mache jetzt einfach mal so rauf, beziehungsweise Arabisch. So, wenn ich jetzt da rauf gehe, ja, ich kann es halt nicht lesen. Das können halt dann nur die Leute, die halt Arabisch sprechen. Und wir haben in der Vergangenheit auch schon Fahrschüler gehabt, die das benutzt haben. Und somit konnten wir natürlich auch eine gute Hilfestellung leisten als Fahrschule, damit sie hier die Vorkenntnisse haben, sehr gut verstehen von ihrer Muttersprache und dass sie im praktischen Bereich im Auto dann schon eine gewisse Selbstsicherheit haben und vor allem schon mal die Vorerfahrung, was drauf ankommt, wie die Verkehrsschilder heißen und wie der Straßenverkehr in Deutschland funktioniert. Also auch ein kleines Display haben wir hier. Und ja, das soll das gewesen sein. Wir bedanken uns heute bei euch fürs Zuhören. Und kommt rein, setzt euch rein, steigt ein und ihr werdet erleben, wie stressfrei und Spaß die ganze Ausbildung bei uns macht. Ciao!